Ich war in Güstrow im Arbeitshaus. Ein Jahr. Wir haben da Feldarbeit verrichtet und so weiter. Und das war auch, muss man sagen, zu ertragen, das Arbeitshaus. Aber dann nach einem Jahr kam ich nach Ravensbrück. Und Ravensbrück war ein Vernichtungslager. Was das heißt, ich habe auch drei große Strafen da erlebt. Ich will das nicht so lange machen, aber das Hauptsächlichste. Ich habe drei große Strafen gekriegt. Einmal habe ich aus der Mülltonne eine Kartoffel mir rausgesucht, wo auch noch eine kleine Ecke dran war. Das habe ich dann gegessen. Und dann habe ich 8 Tage keinen Armbrot gekriegt. Und man hatte schon so einen Hunger. Man hat sich ja schon auf jede Stulle gefreut. Und das zweite, die zweite Strafe, war ich im Hofkommando. Und wir hatten 44, 45 einen ganz strengen Winter, wie wir jetzt zuletzt hatten. Da war ich im Strickkommando, habe das nicht begriffen mit dem Hacken der Abteil und so weiter. Naja, jedenfalls hat sie mir dann genommen, hat mir vor der Baracke rausgenommen. Und dann habe ich einen Eimer Wasser über den Kopf gekriegt. Ich musste so lange stehen, bis das angefroren war. Und wir hatten wie die letzten 2 Jahre so hoch der Schnee und die Kälte am See. Ravensbrück ist ja am See. Ah ja, jedenfalls, man hat, und ich war ja die letzten, muss ich nochmal betonen, die letzten 9 Monate, die schlimmsten waren. Weil sie anfingen ja die Nebenlager aufzulösen und auch noch bei uns rein. Also es war überfüllt, das Lager. So, und die dritte Strafe, da war ich in Schneiderei, wo heute noch die Gebäude stehen von diesen Betrieben, alles. Schneiderei und Weberei und Schusterei, so wird alles Werkstätten. Und ich habe an einer elektrischen Maschine gesessen. Und wenn man da noch nicht dran gesessen hat, es ist was anderes, als wenn ich eine Haushaltsmaschine habe. Vor allen Dingen, man war ja voller Angst. Denn das war der Graf von Binder, ich habe mir das ganz genau gemerkt. Denn der Binder hat mir ja so geschlagen. Jedenfalls waren riesige, naja. Die gingen dann, wenn beiden Seiten die Maschinen waren, dann gingen sie in der Mitte lang. Und dann hat er schon, der kam ja morgens schon, ist auf den Tisch gestiegen und dann hat er geguckt, wen kannst du heute wieder verwalten oder verkloppen. Naja, jedenfalls, Fließband ist ja was anderes, als wenn man eine Haushaltsmaschine hat. So, und wenn man dennoch Angst hat, er kommt schon wieder gleich mit seinen Knüppeln. Man war ja so verkrampft. Und ich habe, bei mir kam der Stapel immer höher, hat nicht weiter geschoben, vor mir hatte die keine Arbeit. Und das hat er gesehen. Und dann hat er mich rausgeholt und dann habe ich gekriegt mit Knüppeln. Man war ja auch schon so weit geschafft, dass man sagt, du schlag mich doch, du, ist doch egal. Man hat ja sowieso nicht mehr mit, nichts mehr mitgekriegt. Naja, und ich muss es ganz kurz sagen, meine Rettung war wahrscheinlich, dass ich schon sehr schwer krank wurde, weil ich ja dann die letzten Monate, wo sie die Nebenlager aufgelöst haben, wo sie wussten, das Ende kommt, da bin ich ja schon im Krankenrevier gewesen. Und das muss man sich so vorstellen, das heißt Krankenrevier, die Baracke. Der Tote war rausgetragen worden von dem Strohsack, durchgesuppt, hat man alles nicht mehr mit. Man war schon weg, man war schon weg. Und ich sage heute immer wieder, das war vielleicht meine Rettung, denn den Todesmarsch hätte ich nicht geschafft. Und wer da zusammengebrochen ist, der ist im Graben erschossen worden. Die Einheimischen in die Dörfer, wo der Transport ging, die haben sie dann beerdigt, erstmal auf dem Friedhof und sind nachher dann von Angehörigen umgebettet worden, da wo sie hingehören. Aber da wurde er nicht. Der umgefallen ist das gleiche Lösung. Es ging ja weiter, der Marsch ging ja weiter. Jedenfalls, ich habe wohl Glück gehabt, dass ich, was heißt Glück, dass ich war ja auch schon sozusagen am Sterben.
Aber meine Rettung war ja, dass das Tor nur auf war und ich hatte unter anderem eine Häftlingsfrau, die auch eine Rötel-Kreuzschwester, die aber auch Häftling war. Und die sagt zu mir, wie der Tor schon auf war, was man ja gar nicht mitgekriegt hat. Da sagt sie, komm, wir wollen nach Hause. Ich wusste gar nicht, was die gesagt hat. Ich war ja schon weg. Naja, sie hat mich aber dann doch angezogen und wir wollten ja nach Hause. Aber es ging nicht. Und ich habe heute noch das Bild vor Augen. Jedes Mal, wenn ich in Ravensburg, wir sind jetzt wieder 4 Tage da, weil das Gebäude eingeweiht wird da von der Ausstellung. Jedes Mal, wenn ich nach Ravensburg komme, dann sehe ich, wo ich gekrochen bin, weil sie ja, die Öfen haben nicht mehr gearbeitet. So. Und das Tor war ja auf. Die waren ja mit denen, die noch laufen konnten, weg. Also, was sollten sie im Revier mit den Kranken machen? Haben sie ein Loch gebuddelt. Und da bin ich dann, weil ich ja nicht laufen konnte, da bin ich an der Ähre gekrabbelt. Ich sehe heute noch, wo meine Kameraden da drin liegen, kreuz und quer. Die sind aber dann nachher umgebettet worden. Na, jedenfalls, sie versucht mir ja. Und jedes Mal, wenn ich jetzt nach Ravensburg komme, ich sehe immer meine Strecke, wo ich zusammengebrochen bin und bin gekrochen. Dann hat sie gedacht, nee, schaffe ich nicht nach Hause. Naja, und dann hat sie mir hochgeschleift da, wo die SS-Villen sind, wo die Offiziere gewohnt haben, unten die Mannschaften und oben die Offiziere. Und in dem Haus, wo ich gelegen habe, 14 Tage, da war die Speisekammer voll. Da hat der Kommandant drin gewohnt. Der hat ja gelebt, ist ja klar. Konnte aber nichts mitnehmen. So. Und in der Küche war eine Couch. So, da habe ich drauf gelegen erstmal. Sie wollten mir ja ein bisschen was zuführen, war ja alle da. Aber ich hatte ja keinen Namen mehr. Dann haben wir ja nichts mehr an. So, und dann muss ich sagen, da habe ich nochmal ein Schicksal gehabt. Weil ja dann die ersten Russen kamen und die waren ja so ein bisschen, die standen, wir sind ja Seeger und Alkohol. Und dann sind sie über uns beide hergefallen. Dann habe ich geschrien, ich will nicht mehr, ich will sterben. So, und dann ging es ja nachher auch nach 14 Tagen, da kamen ja Offiziere da in die anderen Zimmer da noch bezogen, wir durften 14 Tage bleiben. Und wie ich dann nach Hause komme, ich hatte ja eine schwere Kindheit, ich hatte ja eine Stiefmutter, meine Mutter verloren, wo ich 4 Jahre war. Und das wollte ich noch mal betonen. Bei Hitler durfte man als Landmensch, das war ja mein Verderb, das hatte ich vorher noch nicht gesagt, ich wollte Schiffsschwester oder Säuglingsschwester. Und Vater sagte, ich habe kein Geld. Nur für meinen Bruder, der besser in der Schule war. Also ich war immer das Stiefkind. Und vor allen Dingen, weil ich ja die Stiefmutter auch hatte. Ja, nun war denn, in der Stadt durfte ich gar nicht rein. Das war ja bei Hitler. Nicht kein Zuzug, keine Arbeit, nichts, weil man heute ja freier Mensch ist. Kann ja hinziehen, wo ich will, ich kann wohnen, wo ich will, das gab es aber bei Hitler nicht. Ja, und dann fing dann natürlich alles an. Ne? Mein Wunsch konnte nicht, was ich gerne machen wollte, nicht. Na, und so ist das dann alles gekommen. Ne? Aber ich sage mir immer, vielleicht sollte das so sein, dass ich schon sozusagen auf dem Totenbett lag, dass ich mir dann nachher langsam wieder, ich sollte wohl noch nicht sterben, den Todesmarsch hätte ich ja nicht geschafft, da hätten sie mir auch abgeknallt. Ne? Aber es ist schlimm, wenn jedes Mal, wenn ich nach Ravensbrück komme, und wir sind sehr viel da, wir sind jetzt morgen wieder 4 Tage da, weil da das eine Gebäude eröffnet wird als Ausstellung. Jedenfalls, ich sehe immer meine Strecke. Nach so vielen Jahren sehe ich meine Strecke, wo ich gekrochen bin, wo ich gelegen habe oben und so. Ne? Es ist immer wieder, man kommt nicht zur Ruhe. Das ist schlimm. Und nur weil ich gerne meinen Beruf lernen wollte, in der Stadt rein und in der Stadt arbeiten, was alles verboten war, dadurch ist das ja alles gekommen. Und wenn denn das Elternhaus auch noch nichts taucht, und man wird zu Hause noch immer rumgeschubst und gemacht. Das ist ganz schlimm. Nicht? Und ich habe, muss nochmal sagen, ich habe heute drei Kinder, sehr gute Kinder und auch meine Schwiegertochter hier, die das verstehen und
Ich sage immer wieder, nichts ist schlimmer, als wenn man keine Mutterliebe hat. Und das haben meine Kinder gekriegt und das kriege ich zurück. Ich habe wunderbare Kinder. Aber meine Kindheit schlecht war. Ne? Und dann nachher alles verboten war. Ne? Ich habe mein Leben 51 angefangen. Da waren damals die Jugendweltfestspiele in Berlin. So, und ich hatte in der Holzfabrik gearbeitet und da hieß es, wer will noch mit? Und da habe ich gedacht, Berlin ist doch eine Stadt, ich habe doch gleich geschaltet. Habe mir mal ein bisschen Geld noch von der Post, weil ich schon gespart hatte. Hier kommst du nicht mehr zurück. Und das war wirklich, mein Gedanke war Lud. So, und wir wurden, ich hatte mit einem Privatquartier eingeteilt und ich hatte aber die Schlüssel in der Tasche. Wir gehen ja nur in Berlin, abends Bummel. Und die geht auf Toilette. Ich habe gedacht, hier weg, du musst weg. Naja, und es gab damals schon 51, die vier Zonen gab es ja schon. Und ich weiß heute noch, ich bin in Tempelhof gelandet, habe so nach der Bananen geschult. Dann hat er gesagt, na, ob ich auch mit der Weltfest spiele. Naja, jedenfalls habe ich mir damals in der Kuno-Fischer-Straße, ich habe den Ausweis da in der Tasche, da habe ich mich gemeldet, da war eine Flüchtlingsstelle, da habe ich mich gemeldet und habe auch meinen Pass gekriegt und alles war da untergebracht und alles, aber ich war kein Vierteljahr alleine, da habe ich meinen Mann kennengelernt und habe meine Familie gegründet. Dann fing mein Leben an, ich war in der Stadt und eben meine Familie.